Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben hier auf dem Boden ein Schläfchen gehalten und hat sich irgendwie alles wieder gespawnt hier, wie man sieht. Und wir wollten ja hier einmal drum herum schippern. Und eine der Höhlen so mal hier erkunden. So. Da unten sind wir jetzt bisher. Wollte ich mal schauen, wie weit wir eigentlich drumherum kommen. So. Haben wir eigentlich noch genug Essen? Ja, Essen haben wir noch erstmal. Ein Weilchen. Was ich auch am Überlegen bin, ist mal eine eigene Playlist für solche Spiele herzustellen. So ähnlich wie bei dem Gronkh, so der hat auch eine Playlist, so wie die er bei Minecraft Let's Play so von 1 Million verschiedener Spiele und so weiter, so lizenzfreie Spiele, Musik in seinen Minecraft Let's Plays oder allgemein so Aufbau- und Survival Let's Plays abspielt. Dass ich vielleicht auch sowas mal in der Richtung erstelle. Dass wir dann so vielleicht in 1, 2 Wochen, wenn ich das fertig habe, dass wir dort auch dann hier haben. Ich finde es irgendwie doof, dass wir jetzt so langsam unterwegs sind mit dem. Dass ich vielleicht ein besseres Boot bauen sollen. Wo genau sind wir? Unten. Immerhin sind wir jetzt auch noch nicht am Verhungern. Okay, gegessen hatten wir auch gerade eben erst. Beziehungsweise für euch in der letzten Folge. Die Klippen hier nice. Das, was wir jetzt machen. Entschuldigung. Rein die Uhren wohnen wieder mal. Sind die da oben irgendwo? Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ist das eine Höhle? Direkt da über den Flaggen?
Sieht ein bisschen aus, als wäre da eine Höhle. Wäre krass, wenn da auch noch ein Höhleneingang wäre. Dum, dum, dum. 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 Dum, 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 dum. Ja, da sieht es nach was aus, was man da anlegen könnte. Hier, das wird auch immer höher hier oben. So, dann können wir... Dum 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 dum. Dum 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 dum. Fuck. Aus für den ausgeschaltet. Wo genau ist denn das? Wir sind schon einmal fast drumherum. Herum. Dum 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 dum. So, ich glaube, ich wechsle lieber vielleicht darauf, dass ich nicht wieder aus Versehen mal ausschalte. Die Möwe, die da mitten in der Luft sitzt. Ich würde sagen, hier legen wir einmal gleich kurz an. Mal gucken, vielleicht finden wir da irgendwie so Kleinigkeiten oder so. Irgendwas zum Einsammeln. Ein Boot finden wir da schon mal. Tadam. Dum 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 dum. Mal schauen, was auf dem Boot ist. Hier scheint auch eine gute Stelle da zu verstecken eigentlich. Hier haben wir Seil. Aber das war's. Gibt's da oben was? Nee. Aber das scheint hier mir irgendwie ein kleiner geheimer Spot zu sein.
Bäume sind ja gleich da oben. Könnte man hier so rein. Eine Höhle? Nee. Aber dann könnte man hier irgendwie so einen Weg runter machen. Und dann hier so sich auch eine kleine Siedlung bauen. Ich markiere mir mal das. So. Glaube ich, hier war das irgendwo. Nee. Wo waren denn die Signalflaggen? Da. Komm, egal. Baue gleich neben dem Boot hier. Jetzt hin. So, welche Farbe haben wir denn überhaupt schon alles? Muss ich einmal hier schauen. Wir haben ja hier nicht alles. So. Gelb, grün haben wir schon. Lila haben wir. Rot haben wir. Blau haben wir. Weiß haben wir noch nicht. Bleibt jetzt nur noch weiß. Übrig, dann lassen wir das weiß. Ja. Okay, weiß wird gar nicht angezeigt. Jetzt. Jetzt wird es angezeigt. So. Das wollten wir. So, dann den und den hatten wir noch nicht heute. Wird irgendwie immer noch gar nicht angezeigt. Vielleicht muss ich erstmal weit genug weg sein. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wir haben Hunger. Sonst würde ich sagen, wenn wir nächstes Mal hier auftauchen, machen wir das vielleicht in Rot für Siedlung. Dass wir hier eine potenzielle Siedlung haben. Dass wir aufbauen können. Also ich wäre jetzt auf jeden Fall auch ganz stark für den Regen. Klar, wir haben hier zwar noch ein bisschen an Snacks gesammelt. So, und noch ein bisschen Soda, aber wir wollen ja uns auch nicht hauptsächlich davon ernähren.
Aber wenn ich könnte, würde ich das eigentlich hier so am Boot hier irgendwo befestigen, dass mit uns immer mitfährt, das kleine Radio, Taschenradio. Dann, wenn es irgendwo befestigt ist, spielt das ja eine Dauerschleife ab. Aber in einem der Sonderfolgen, Extrafolgen, haben wir ja festgestellt, so wenn der hier am Boot befestigt ist und wir losfahren, dann bleibt der Kassettenspieler nicht am Boot hängen, sondern in der Luft. Und das ist auch ein bisschen doof. Ja, war es mit der weißen Markierung. Ich glaube, weiß bedeutet einfach, dass er nicht mehr markiert. Finde ich schade. Hier kommen wir irgendwie auch nicht wirklich weiter. Irgendwo bleiben wir hängen. Dann, wie viele kleine Inseln hier gibt's? Und so weit sind wir jetzt schon, okay. Ich glaube, es wird dieses Mal eine etwas längere Folge. Weil wir hier jetzt eh nur am Paddeln sind. Auch, es sieht einfach geil aus, das so anzusehen. Hier. So, wieder mal ein bisschen Abwechslung. Abwechslung muss sein. Gucken wir uns mal die Insel an hier. Da gibt es auch noch was. So, perfekt eingefärbt. So, Steine nehmen wir auch wieder mit.
Und hier auf der Insel gibt es nichts, gar nichts. Außer ein paar Steine. Wasser ist leer. Das heißt, wir können uns nur von Soda ernähren. Erstmal. Nein, wir stecken fest. Nein, komm. So, wie schnell es dunkel wurde am Ende. Okay, wo sind wir genau? Ah, es geht schon wieder nach oben bei uns hier. Komm, wir snacken uns noch eben ganz schnell einen Riegel. Unter Schildkröten? Schildkröten, ja. Dann schnell. Solange es dunkel ist, will ich lieber nicht wirklich hier bleiben. Ich wünschte, es würde mal wieder regnen. Ich glaube, wenn es so weitergeht, umrunden wir einmal die Insel. Das war gar nicht das, was eigentlich geplant war, aber... Naja. Ich fühle mich jetzt aber auch nicht gerade schlau, dass wir mit dem Boot einmal drumherum. Schippern hier so. Nein. So. Ich sehe gerade gar nichts. Boah, ich fühle mich so bescheuert, gerade so gleich eine halbe Stunde und ihr seht nur, wie ich hier hin und her laufe auf dem Boot, ey. Boah, das tut mir leid, echt jetzt.
So, machen wir doch vielleicht lieber wieder mal Musik. Nee, ich wollte das andere. Da spielen wir das ab. Gibt so 80er Feelings. Dum 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 dum. So, wo sind wir überhaupt? Da hinten. Immer noch am Arsch der Welt, immer noch außerhalb der Karte. Oh. Da stelle ich mir die Frage, wie groß ist denn dann die verdammte Insel? Wenn die Karte nicht reicht dafür. Dum 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 dum. Das Schnee? Kommen wir jetzt in ein Eisgebiet oder wie jetzt? Und wir haben wieder Hunger. Das sieht irgendwie nach Schnee aus. Aber ich habe Angst, wenn wir da in dem Schneegebiet gleich kommen oder dran vorbei segeln, dass wir dann da erfrieren könnten oder so. Ah, es geht schon unter. Gleich wird wieder hell. Da sind wieder Ureinwohner.
Okay, der glüht. Ah. Ist der tot oder? Der sieht tot aus. Na, aber die sehen uns. Sind sie? Aber der ist tot. Wollen wir den uns schnappen oder? Ne, wir fahren weiter. Wir fahren einfach mal weiter. Hey, schrei mich nicht an. Da rennt der Wichser. Wo ist denn der andere? Da war ja noch einer. Da ist ja einer im Brennen. Da sind wir. Ich wollte schon sagen, was war das denn? Sieht auch krass aus mit den ganzen Bergen da oben. Irgendwann erobern wir die komplette Insel hier. Aber erstmal müssen wir unsere Festung da haben, also fertig haben. Und es wird langsam hell. Auch schon mal gut. Beziehungsweise ist schon hell. So, dann machen wir uns eben Frühstück. So. Und schippern in der... Ne, ich glaube in der Zeit schippern ist keine gute Idee. Ich hätte jetzt aber gern wieder Regen. Regen wäre jetzt richtig gut. Ich weiß, dass ich Durst habe. So. Was Trinken angeht hier, ist irgendwie deutlich schwieriger an was zu trinken zu kommen als hier Essen. Essen kannst du einfach jagen gehen, aber trinken, du kannst hier nicht einfach so aus dem Fluss trinken oder so. Vom Licht machen wir aus, brauchen wir ja nicht mehr. Dann brauchst du wirklich schon so ein richtiges System. Mehrere Schildkrötenpanzer da. Und alle quasi in einer Reihe stellen oder so. Hier haben wir wieder einige Pakete oder Koffer. Ich glaube, es sind eher Pakete. In den Paketen sind meistens diese Platinen drin, glaube ich. Ich sehe da was. So links von diesem Pfosten da, diesem Totem. Dass irgendwas hautfarben ist. Oder rosa ist. Da ist wieder ein Ureinwohner, natürlich. Sogar ein grauer.
Hey, yo. Ah, siehst du mich? Na, du? Hey, hier bin ich. Ja, hi. Guck, guck. Komm her. Ja, Gollum. Renn weiter. Haben die hier vielleicht auch noch eine Siedlung oder so? Boah, die Berge werden auch gigantisch da hinten. Ich glaube, das Rosen da hinten sind irgendwelche Pflanzen oder so. Sehen zwar danach ein bisschen aus, aber man weiß ja nicht. Sieht aber auch so aus, als wird es hier kälter. Ja, das sind Pflanzen. Und dann wieder Ureinwohner natürlich. Hier scheinen die irgendwie öfter zu sein. Und weg sind sie. Oh, was ich gleich ausprobieren will, ob wir nicht irgendwie vielleicht doch noch da hoch können. Am besten ohne irgendwelche Ureinwohner zu treffen. Davon sieht es ja so aus, als könnte man da hin. Ja, lass mal hier anlegen gleich. Lass mal dann dahin. Wir gleich ausprobieren, ob man wirklich da hoch kann. Und ob wir auch warm genug dafür angezogen sind. Nicht, dass es irgendwie am Ende heißt, so, dass wir da oben erfrieren. Ah, wieder die Ureinwohner. Oder vielleicht da hoch. Es sieht glatter aus. Beziehungsweise nicht glatter, sondern hier nicht so steil. Jetzt könnte man da auch einfach hochlaufen. Hier sieht es mir nämlich ein bisschen zu gefährlich aus, so viele Ureinwohner wie hier rumlaufen.
Wie viele sind denn da jetzt? Ein. War das noch mal drei? Vorhin war da ein oder zwei. Da hinten waren noch mal drei. Hier sind die richtig stark vertreten. Vielleicht doch ein bisschen zu gefährlich hier rum. Aber man sieht jetzt auch, da kommt man nicht so leicht hoch. Würde ich sagen, wir versuchen es hier mal. Wir bleiben bei dem hier. Vielleicht kommen wir hier einfacher nach oben. So, wo sind sie überhaupt? Ach, da ganz oben rechts. Ganz oben rechts sind wir. Mit dem Mausrad können wir da nichts vergrößern oder so. Schade. Ja, aber sind auch ordentlich rumgekommen, finde ich. Irgendwie das gefällt mir nicht, so wie das aussieht. Sieht aus, als wäre das dort noch unfertig, ungeladen und alles. Hab jetzt Angst, wenn ich da drauf springe, dass wir von der Map runterfallen. Ja, sieht ein bisschen so aus, als dürfte ich hier nicht sein. Wir versuchen es mal. Okay. Ich kann da nicht drauf. Okay. Okay, schade. Aber ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, euer Maxeus und ciao.